Ich bin ja in der Familie Bäcker, Metzger, Wirt aufgewachsen. Wir haben schon immer mit guten Produkten gearbeitet. Und meine Mutter hat schon immer auf die natürliche, unverfälschte Art der Zubereitung Wert gelegt. Das ist so die Italienerstraße hier. Das sind die Cardi, das sind diese Disteln aus Süditalien. Bei den Italienern, weil die einfach die besonderen Gemüsesorten haben. Das ist wilder Stängelbrokkoli. Also das sind eigentlich die Blätter, so ein bisschen leicht bitter schmeckend. Also das ist jetzt der richtig kernige Winterspinat, Schwarzkohl. Das sind alles so Gemüse, die man länger zubereitet, schmort, Catalana. Die haben einen wunderschönen Kern in der Mitte, den man Olivenöl braten kann. Ich habe 20 Jahre ehrlich mit Bioprodukten gearbeitet und arbeite mit Produkten von Produzenten, die ich persönlich kenne. Da einmal Blutwurstkröstel und dann machen wir einmal Kalbsbratan mit Spiegelei von Weißer Wurzel. Ein bisschen aufwechseln da mit nichts. Genau. Ist da Butter mit drin? Ich kann mich erinnern, 1972 waren wir in Lugano im Tessin im Urlaub und wir hatten ein schönes, kleines, privat geführtes Hotel. Die hatten eine kleine Karte für die Hotelgäste, aber das war ein sehr, sehr guter Koch. Dort habe ich das erste Mal ein Vitello Tonnato gegessen. Und der Geschmack ist so abgespeichert, weil es so gut war. Und damals war ich 8 Jahre alt. Ich war die ganze Zeit in der Küche und wollte dem helfen. Irgendwann war die Entscheidung da mit 12, dass ich Koch werden will. Nachdem ich mich in Aschaffenburg in einem renommierten Hotel in meiner Heimatstadt beworben hatte, ich hatte keine Möglichkeit, bei denen anzufangen oder hätte auf eine Lehrstelle warten müssen, haben meine Eltern zu mir gesagt, du hast Lust, wir überbrücken das Jahr jetzt, bis du da eine Lehrstelle haben kannst mit einer Hotelfachschule. Und dann habe ich mich für 2 Semester Hotelfachschule in Bad Reichenhall entschieden und hatte somit einfach das Sprungbrett direkt bei Steigenberger in einem großen Hotel eine Lehrstelle zu bekommen mit einer kleinen Hürde. Ich sollte doch erstmal ein halbes Jahr Hotelpage machen, bevor ich dann die Lehrstelle bekomme. Möchte ich nie in meinem Leben missen. Du kommst da mit Leuten aus aller Welt, mit Prominenten zusammen und möchte ich, also wie gesagt, nie in meinem Leben missen, diese Erfahrung, dieses halbe Jahr, und bin dann eingestiegen in die Kochlehre im Frankfurter Hof. Die Eier reifen ein Jahr lang, wenn der Eierstock noch nicht reif ist, ist er am Strang. Und irgendwann machen diese Laichhormone, lösen diesen Eistrang auf und dann sind die Eier frei beweglich im Körper. Okay. Und dann kann man sie rausstreifen. Jetzt, okay. Genau. Mit 21 bin ich dann nach Japan, nach Osaka und Tokio. Was mir auch wahnsinnig viel gebracht hat, was Ästhetik betrifft. Umgang mit Lebensmitteln, mit Produkten, mit den Arbeitsgeräten, die scharfen Messer, ja, und wie man mit Gemüse umgeht, wie man mit Fleisch, wie man mit Fisch, mit Meeresfrüchten umgeht. Du hast ganz andere Schnittformen kennengelernt. Und hast natürlich auch wieder, was in der japanischen Küche halt sowieso ist, du hast halt die Klarheit. Ich
Und dann habe ich für mich irgendwann gesagt, du musst jetzt raus, ja, du musst verändern. Von mir ein bekannter Koch, der mit mir in Frankfurt zusammengearbeitet und nach München ging, mit dem hatte ich noch Kontakt und da hat er gesagt, du, in München, da gibt es einen Witzigmann-Schüler, der Ederer, das ist so das angesagte Restaurant momentan in München. Na, dann rufe ich da an und habe dann ein Bewerbungsgespräch mit dem Karl vereinbart. Ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt an der Art, wie er gekocht hat. Wir haben uns wunderbar ergänzt, ja, weil der eine hat gewusst, wie der andere tickt. Ja, und wenn der Karl weg war, dann konnte er sich 100% verlassen, dass das, was er will, dass das 1:1 umgesetzt wird. Ja. Und der hat mich auch machen lassen. Ja. Vom Karl, ja, du, ich weiß, du wolltest dich mal selbstständig machen und so. Und Hermannsdorf ist jetzt spruchreif und Schweißfurt hat mir das angeboten. Das Konzept, das stand, also dass man da so einen ganzheitlich ökologischen Betrieb errichtet, also vom Ackerbau und Viehzucht über Energie erzeugen, Energierückgewinnung, Lebensmittel produzieren, Lebensmittel zu vermarkten und Lebensmittel natürlich über eine Gastronomie auch an den Kunden zu bringen. Sowas geht natürlich nur in der Selbstständigkeit, weil man bringt natürlich auch das entsprechende Engagement mit. Aber Selbstständigkeit, Biokonzept, einzigartig, Pionierprojekt in Deutschland, ist man allein ein bisschen zu heiß. Hast du nicht Lust, machen wir das zusammen. Ne? Und so kam der Sprung nach Hermannsdorf. Ich habe mich da auch ausgetobt. Du bist ja nicht nur als Koch gereift, sondern du bist ja auch als Gastronom gereift. Und es hat dann auch Spaß gemacht, mit den Produkten vorne am Pass zu arbeiten. Der Kunde hat es gesehen, wenn du jetzt so ein doppeltes Schweinekotelett runterschneidest. Ja, da hat er gesehen, was das für ein schönes Produkt ist. Und das ist nicht vorgebraten, sondern das wird für ihn runtergeschnitten und für ihn gebraten. Und für ihn am Tisch, wenn der Chef Zeit hat, noch aufgeschnitten. Und das hat's halt so besonders gemacht. Ja. Und weil mir das wirklich so gut gefallen hat und diese Klarheit und, ja, und so viel Spaß gemacht hat, habe ich darauf aufgebaut und habe dann meine eigene Philosophie in Hermannsdorf natürlich entwickelt und auch meinen eigenen Stil. Bio soll ja auch günstiger werden, aber Bio wird ja auch größtenteils im Grenzbereich zur Konventionalität behandelt. Aber das ist für mich nicht der Standard. Ich will wissen, wo es herkommt. Und so zieht es sich durch beim Rindfleisch, beim Schweinefleisch und bei all diesen Sachen. Und wenn ich den Bauern kenne, dann gibt es für mich kein besseres Bio als das. Nach 20 Jahren läuft sich irgendwas auch ein. Und dann musst du irgendwann mal woanders einen Schlüssel rumdrehen. Also ich habe mir ein halbes Jahr Zeit gelassen, um mich zu entscheiden, von Hermannsdorf wegzugehen. Und wie das dann so ist, der Pachtvertrag lief aus und man kam indirekt auf mich zu, ob ich ja, Interesse hätte, ein Projekt am Tegernsee zu übernehmen. Also das war der erste Kontakt zum Feichtner Hof. Ein traditionelles bayerisches Wirtshaus mit Stube, mit Stammtisch, mit Biergarten dabei und ein kleines Hotelchen. Also wir haben in Hermannsdorf also die Regionalität natürlich in den Vordergrund gestellt. Und hier war es halt, ich sag mal, nur bayerisch, also eine richtige bayerische Wirtschaft und dementsprechend auch die Speisekarte. Dann habe ich nach 2 Wochen angefangen, eine Biokarte, also eine ganze Seite mit Bio-Lebensmitteln
auf die Karte zu setzen. Aber das dauert erst mal 2 Wochen, bis du ins System eingetaktet bist. Die Erfahrung vom Karl und dann die Erfahrung auch von meiner Mutter, die ich natürlich gerne übernommen habe. Die Natürlichkeit in der Küche, so eine Unverfälschtheit, hat dann im Kopf einfach so eine Klarheit geschaffen und war es dann einfach dazu innerlich bereit, neue Wege zu gehen.